Was für ein nostalgischer Moment. Vor knapp 3,5 Jahren habe ich diesen YouTube-Kanal gestartet und zwar, wie sollte es anders sein, mit einem Video zur Garmin Vivo Active 4. Seitdem hat sich einiges getan. Nicht nur ist diese Sporttechnikgemeinschaft mittlerweile auf für mich unglaubliche fast 10.000 Abonnenten angewachsen, dafür schon mal ein riesen Dankeschön an euch alle, sondern in der Zwischenzeit sind auch zahlreiche weitere Garmin-Uhren auf den Markt gekommen. Damals kam ja die Vivo Active 4 parallel mit der Garmin Venue auf den Markt, in der Zwischenzeit kam allerdings auch schon die Venue 2, die Venue 2 Plus und jetzt zuletzt auch die Venue 3 auf den Markt. Ein neues Vivo Active Modell hingegen hat ganze 4 Jahre auf sich warten lassen, aber nun ist mit der Vivo Active 5 endlich ein Nachfolger da. Natürlich habe ich es mir wie immer nicht nehmen lassen, auch diese Uhr auf Herz und Nieren zu testen. Einige von euch hatten vielleicht schon 1-2 Wochen früher mit einem Video zur Vivo Active 5 gerechnet. Der einzige Grund für diese kleine Verspätung ist, was ich ja hier auf diesem Kanal auch schon mal angekündigt habe, dass ich im September den Kilimandscharo bestiegen habe. Dabei hatte ich die Fenix 7X Pro Saphir Solar dabei und habe dabei auch ein paar spannende Dinge getestet. Dazu kommt dann auch noch ein Video auf diesem Kanal. Und auf meinem Zweitkanal Bucketliste veröffentliche ich ein generelles Video zu weiteren Einblicken zur Kilimandscharo-Besteigung. Das Ganze war wirklich, ohne zu übertreiben, das beeindruckendste, was ich in meinem Leben erlebt habe bisher in den 26 Jahren. Und ja, ich denke, vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall. Lasst gerne ein Abo da, dieser Kanal ist noch sehr neu, also könntet ihr mich hiermit sehr unterstützen. Nun aber erstmal zurück zur Vivo Active 5. Die Uhr habe ich jetzt in den letzten Wochen, wie gesagt, auf Herz und Nieren getestet. Habe sie natürlich wie immer bei zahlreichen meiner Lauf-, Radfahr- und Fitnessstudio-Einheiten getragen und getestet. Und daher widmen wir uns in diesem Video wie immer all den Vor- und Nachteilen der Uhr, damit du für dich ganz genau weißt, ob die Uhr die richtige Wahl ist oder vielleicht doch eher eine andere Uhr in Frage kommt. Also auf geht's und viel Spaß! Sprechen wir zunächst einmal über das, was sich rein äußerlich so alles getan hat. Genau wie die Vivo Active 4 besteht auch die fünfte Version weiterhin größtenteils aus Plastik. Während die 4er jedoch noch eine Edelstahllünette verbaut hatte, so besteht diese bei der Vivo Active 5 aus Aluminium. Insgesamt ist die Uhr rein von den verbauten Materialien her nicht so hochwertig und robust wie zum Beispiel Garmins Fenix-Uhren, bei denen teilweise Titan zum Einsatz kommt, aber dafür ist sie leichter und alltagstauglicher. Die Vivo Active 5 ist tatsächlich sogar eine der leichtesten Garmin-Uhren auf dem Markt. Sie wiegt samt Armband gerade einmal 36 Gramm, ist damit deutlich leichter als noch die Vivo Active 4 und mit weniger als der Hälfte des Gewichts natürlich auch spürbar leichter als eine Fenix 7 Pro oder die Apex Pro. Die Vivo Active 5 ist wirklich extrem leicht, man vergisst teilweise, dass man sie überhaupt am Handgelenk hat und auch nachts stört sie keineswegs. Die Uhr gibt es nur in einer Version, diese hat einen Gehäusedurchmesser von 42,2 mm, liegt damit zwischen der Vivo Active 4 und der 4S. Die Dicke der Uhr beträgt allerdings gerade einmal 11,1 mm, wodurch sie deutlich dünner ist als die kleinere Vivo Active 4S. Das erklärt dann unter anderem auch das geringere Gewicht. Die Displaygröße liegt mit 1,2 Zoll passend zu den Gehäusegrößen genau zwischen den 1,1 und 1,3 Zoll großen Bildschirmen der Vivo Active 4 und 4S. Die Auflösung ist mit 390 x 390 Pixel aber deutlich über der Auflösung der eigentlich größeren Vivo Active 4 mit 260 x 260 Pixel. Und das liegt ganz einfach an der wohl größten Neuerung der Uhr und zwar der verbauten Display-Technologie. Erstmals kommt ihr bei einer Vivo Active Uhr nämlich ein AMOLED-Display zum Einsatz. Die Venue-Reihe kam ursprünglich überhaupt erst auf den Markt, weil sie ein AMOLED-Pendant zu den Vivo Active Uhren liefern sollte, denn diese Uhren waren traditionell mit einem transflektiven MIP-Display ausgestattet. Diese Art von Displays sind besonders in der Sonne sehr gut abzulesen, aber vor allem in Innenräumen bieten sie einfach nicht so knallige Farben und sind, ja, einfach nicht so schön wie AMOLED-Displays. Wie wir hier auch sehen, ist das Display der neuen Vivo Active 5 nun einfach im Gegensatz zu den transflektiven Displays gestochen scharf, bietet sehr satte, schöne Farben und ja, es ist einfach deutlich schöner anzuschauen als das etwas trister wirkende MIP-Display. Der Grund, warum AMOLED-Displays so lange bei Sportuhren keine Rolle gespielt haben, ist, dass sie früher in der Sonne oftmals gar nicht abzulesen waren, weil sie so stark gespiegelt haben. Das gehört allerdings längst der Vergangenheit an. Diese Displays haben sich sehr gut weiterentwickelt und sind mittlerweile eigentlich in allen Umgebungen sehr gut abzulesen. Ein weiterer Grund war dann auch noch die Akkulaufzeit, die lange Zeit bei AMOLED-Displays ein absoluter Witz war. Aber auch das hat sich weiterentwickelt und genau das bringt uns zum nächsten Thema.
Transflektive Displays sind im Normalfall akkuschonender als AMOLED-Displays, denn sie reflektieren eben einfach nur ihr Umgebungslicht, während AMOLED-Displays von sich aus Licht ausstrahlen. Unter anderem aus diesem Grund halten Uhren wie die Apple Watch oder die Samsung Galaxy Watch daher ja auch nur 1-2 Tage durch, was für viele Sportler ein absolutes No-Go ist. Garmin hat es allerdings in den letzten Jahren immer wieder geschafft, auch bei AMOLED-Uhren eine gute, brauchbare Akkulaufzeit herzuzaubern. Und tatsächlich ist die Vivo Active 5 mit AMOLED-Display auf dem Papier sogar mit einer besseren Akkulaufzeit ausgestattet als die Vivo Active 4, die noch mit MIP-Display daherkam. Während es diese nämlich im Smartwatch-Modus nur auf bis zu 8 Tage gebracht hat, so hält die Vivo Active 5 bis zu 11 Tage. Es gibt hier auch noch einen Always-On-Modus, bei dem sich diese Laufzeit dann ungefähr halbiert, dennoch ist dies noch ein wirklich starker Wert. Im GPS-Modus mit Musik waren es vorher bis zu 6 Stunden und nun, selbst wenn man GPS, GLONASS und Galileo gleichzeitig nutzt und Musik hört, sind es noch bis zu 8 Stunden. Natürlich ist die Uhr für Expeditionen oder mehrtägige Wanderungen, wie in meinem Fall der ganzen Kilimandscharo-Geschichte, eher weniger geeignet, aber für den normalen alltäglichen Gebrauch reicht die Laufzeit vollkommen aus. Hier also mal ein Blick in einen normalen Tag im Rahmen meiner Testphase. Hier habe ich die Uhr nach dem Frühstück aufgeladen und bin dann also mit 100% gestartet. Dann war ich erstmal eine gute halbe Stunde joggen, danach waren es dann noch 97%. Als nächstes ging es dann für eine Dreiviertelstunde ins Fitnessstudio, Akkustand danach 95%. Damit war mein Sportprogramm für den Tag erledigt, aber ich habe noch viele Dinge mit der Uhr gemacht, da ich dieses Video hier gedreht habe. Somit habe ich also viele Apps und Widgets genutzt, die Helligkeit hochgefahren und zum Beispiel auch den Always-On-Modus genutzt. Am Ende des Tages hatte die Uhr dann noch 86%. Dieses Pensum würde die Uhr also etwa für 7 Tage durchhalten. Wenn ich jetzt nicht gerade 2 Trainingseinheiten aufgezeichnet hätte oder die Uhr generell nicht ganz so viel genutzt hätte, wäre sicherlich noch mehr drin. Insgesamt bin ich mit der Laufzeit auf jeden Fall sehr zufrieden. Bei einer 1,5-stündigen Wanderung verbraucht die Uhr bei mir persönlich etwa 8%. Jetzt haben wir aber wirklich genug über die Äußerlichkeiten und die ganze Hardware der Vivo Active 5 gesprochen. Natürlich sind es auch hier wieder die inneren Werte, die zählen. Schauen wir uns also mal an, was sich softwaretechnisch so alles getan hat. Die Vivo Active 4, also der Vorgänger dieser Uhr, ist ja wie gesagt bereits 4 Jahre alt, also falls du von dieser Uhr kommst, dann könnte dir hier einiges sehr neu erscheinen. Zum einen hast du hier die sogenannten Widget-Übersichten, die auch schon bei vielen anderen Garmin-Uhren, aber eben noch nicht bei der Vivo Active 4 zum Einsatz kamen. Dabei siehst du 3 Widgets pro Bildschirm und kannst dann, wenn du willst, in ein Widget näher reinspringen. Mit einem Klick auf den oberen rechten Knopf gelangst du wie gewohnt in den Trainingsmodus. Hier siehst du dann erstmal alle Sportprofile und da sind nun einige neue dabei. Die meiste Freude dürfte dabei zum Beispiel der neue Freiwasserschwimmmodus auslösen. Aber auch einige ganz interessante Optionen wie Handcycling sind mit dabei. Was das angeht, gibt es übrigens auch einen extra Rollstuhlmodus, bei dem einige wichtige Metriken für Rollstuhlfahrer getrackt werden, wie zum Beispiel die Anzahl ihrer täglichen Bewegungen, und es gibt auch spezielle Workouts für Rollstuhlfahrer. Dafür fehlt hier aber weiterhin der Multisportmodus, das heißt, du kannst nicht mehrere Sportarten in einer Trainingseinheit aufzeichnen, was natürlich vor allem für Triathleten sehr ärgerlich ist. Dafür gibt es aber ein paar Neuerungen in den bereits vorhandenen Sportprofilen. Beim Laufen zum Beispiel kannst du jetzt auch auf der Uhr selber Intervalle erstellen. Du kannst also weiterhin über die App strukturierte Workouts samt Intervallen auf die Uhr laden, aber du kannst jetzt eben auch manuell auf der Uhr Intervalle anlegen. Außerdem hast du nach dem Absolvieren eines Workouts ein neues Trainingsnutzen-Widget. Dabei siehst du eben einfach zusammengefasst, welchen Nutzen dieses Training hatte. Dazu siehst du deinen VO2 Max und die vorgeschlagene Erholungszeit sowie auch den Effekt auf die Body Battery. Neben den Sportprofilen kannst du dann hier oben auch noch auf Apps klicken, wodurch du dann auch nochmal eine Auflistung verschiedener Apps wie Musik, Stoppuhr oder Taschenlampe siehst. Die Taschenlampe ist übrigens neu, dabei macht sich Garmin das neue AMOLED-Display zunutze. Dieses kann nämlich sehr hell aufleuchten, was auch die Funktionsweise der Taschenlampe beschreibt. Denn anders als bei zum Beispiel der Garmin Fenix 7 Pro, hast du hier keine LED-Taschenlampe, die zusätzlich am Gehäuse angebracht ist, sondern das Display leuchtet einfach auf. Das reicht für die allermeisten Fälle tatsächlich auch vollkommen aus, hilft dir also dabei, in einem dunklen Raum den Weg zu finden oder so etwas. Neu in Sachen Interface ist auch, dass du nun auch vom linken Bildschirm aus nach rechts swipen kannst und dann deine zuletzt genutzten Apps oder Widgets siehst. Also wie auf einem Smartphone, bei dem du die zuletzt genutzten Apps siehst. Das kann zum Beispiel dann sehr nützlich sein, wenn du zum Beispiel von einem Widget in ein anderes und dann schnell wieder zurück swipen willst. Das kannst du auch ändern, also wenn du von links nach innen swipest, dann kannst du auch zum Beispiel die Taschenlampe aktivieren oder andere Dinge machen.
Und daneben gibt es auch noch ein paar weitere neue Widgets. Zum einen wäre da die Schlafanalyse. Hierbei wird dir nun, wie bei so gut wie allen neueren Garmin-Uhren, der Sleepscore angezeigt, also ein Wert zwischen 0 und 100 für deine Schlafqualität. Außerdem siehst du auch hier wieder die Aufteilung auf die verschiedenen Schlafphasen oder zum Beispiel die Schlafdauer. Neu ist, dass nun neben dem eigentlichen Schlaf auch Nickerchen erkannt und mit eingezogen werden. Dabei zeigt die Uhr dann die einzelnen Nickerchen an und auch, ob diese vielleicht zu lang oder zu kurz waren oder ob sie ideal für deine Erholung waren. Diese Nickerchen werden dann zum Beispiel auch im Body Battery Widget mit einbezogen. Dieses ist ja bereits bekannt, es zeigt im Prinzip deine verbleibenden Körperenergiereserven an. Neu ist allerdings, dass diese dir nun besser aufgeschlüsselt angezeigt wird. Du siehst also eine Liste der Dinge, die einen Effekt auf diese Body Battery hatten, also zum Beispiel Aktivitäten oder Ruhephasen. Basierend auf all diesen Faktoren ergibt sich dann auch der neue Schlafcoach. Die Vivo Active 5 schlägt dir nämlich basierend auf deiner Aktivität und Erholung eine Schlafdauer für die nächste Nacht vor. Und wichtig bei der Schlafanalyse ist dann auch noch die sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Dafür bietet Garmin den sogenannten HFV-Status, der schon bei vielen anderen Garmin-Uhren zum Einsatz kommt und nun neu eben auch bei der Vivo Active 5. Dabei geht es im Prinzip um die Regelmäßigkeit deiner Herzschläge und einfach gesagt, deutet ein höherer HFV-Wert auf eine gute Regeneration und ein niedrigerer Wert auf höheren Stress hin. Insgesamt ergibt sich dadurch eben ein HFV-Status, der entweder ausgeglichen, unausgeglichen, niedrig oder schlecht ist. Am Morgen siehst du bei der Vivo Active 5 jetzt außerdem auch den Morgenbericht. Dabei werden dir die wichtigsten Infos für den bevorstehenden Tag nach dem Schlafen direkt auf einen Blick angezeigt. Also so etwas wie das Wetter, deine Body Battery, dann eben dein HFV-Status, Schlafdaten, Trainingsvorschläge und so weiter. Was dir hier genau angezeigt wird, das kannst du anpassen, wie du möchtest. Und parallel zum Morgenbericht gibt es jetzt im Prinzip auch einen Abendbericht, also eine kleine Zusammenfassung des Tages ein paar Stunden bevor du schlafen gehst, wo du dann zum Beispiel siehst, ob heute ein Trainingstag oder eher ein Ruhetag war, mit einer kurzen Zusammenfassung. Auch das Health Snapshot Feature ist hier neu im Vergleich zur Vivo Active 4. Dabei werden deine wichtigsten Gesundheitsdaten auf einmal gemessen, dafür musst du einfach nur 2 Minuten ruhig sitzen, wobei dann eine Reihe von Tests durchgeführt werden. Am Ende siehst du dann deine Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Blutsauerstoffwerte, Atemfrequenz und Stress. Neben all diesen erfreulichen Neuerungen gibt es dann aber auch noch ein paar Dinge, die jetzt bei der Vivo Active 5 fehlen, obwohl sie bei der Vivo Active 4 noch mit an Bord waren. Zum einen wäre da der Barometer. Diesen hat die Vivo Active 5 jetzt nämlich nicht mehr und kann jetzt daher zum Beispiel auch keine Stockwerke mehr zählen. Die Vivo Active 4 konnte das noch. Und bei so etwas wie Skifahren siehst du auch zum Beispiel nicht mehr den An- oder Abstieg. Außerdem ist das Display hier zwar deutlich hochauflösender, doch animierte Übungen können dir hier warum auch immer nicht mehr angezeigt werden. Du siehst für Workouts zwar die trainierten Muskeln in dieser Animation, aber anders als bei der Vivo Active 4 oder den Venue-Uhren siehst du keine Animation mehr, wie die Übungen korrekt ausgeführt werden sollten. Dass diese Funktionen hier also im Gegensatz zum Vorgänger nicht mehr mit dabei sind, ist auf jeden Fall schade und auch etwas verwunderlich. Dennoch gibt es ein paar erfreuliche Neuerungen in Sachen smarte Funktionen. Hier kannst du wie gewohnt Nachrichten auf der Uhr empfangen. Apple erlaubt es allerdings nicht, dass du hier über die Uhr antworten kannst. Das liegt wie gesagt an Apple und nicht an Garmin. Als Android-Nutzer kannst du auf Nachrichten entweder mit vorgefertigten Texten antworten oder aber auch die neue Tastatur nutzen. Außerdem werden dir bei Nachrichten aufgrund des neuen AMOLED-Displays nun sogar Bilder angezeigt. Daneben kannst du auch Anrufe über die Uhr annehmen, die Kommunikation läuft jedoch weiterhin über das Smartphone oder verbundene Kopfhörer, denn die Uhr hat kein Mikrofon verbaut. Und neu ist auch, dass die Uhr jetzt 4 GB an Speicherplatz bietet, das heißt im Gegensatz zur Vivo Active 4 kannst du nicht nur deine Musik steuern, sondern auch eigene Musiktracks auf die Uhr laden. Natürlich kann auch die Vivo Active 5 wieder deine Herzfrequenz direkt am Handgelenk messen. Und oftmals gilt ja hier die Devise, neue Uhr, neuer Sensor. Das ist bei dieser Uhr der Fall, irgendwie aber auch nicht. Denn die Vivo Active 4 hatte hier den Elevate-Sensor der 3. Generation verbaut und ja, die Vivo Active 5 nutzt den Sensor der 4. Generation, ist also eigentlich neuer, jedoch ist mittlerweile eigentlich auch bereits die 5. Generation vorgestellt worden und kommt bereits bei vielen Uhren zum Einsatz. Die Vivo Active 5 hat also im Vergleich zu Vivo Active 4 einen neueren Sensor, ist aber im Vergleich von Garmin-Uhren allgemein nicht auf dem allerneuesten Stand.
Ist aber im Prinzip auch egal, solange die Uhr genau ist. Also wie genau ist die Vivo Active 5 denn jetzt in Sachen Pulsmessung? Das hier sind die Ergebnisse für eine 1,5-stündige Wanderung. Einmal die Daten der Uhr in blau und die Daten eines Brustgurts in rot. Wie wir sehen, stimmen beide Kurven größtenteils sehr gut überein. An vereinzelten Stellen gab es ein paar Schwankungen, aber insgesamt geht die Messung absolut in Ordnung. Der Durchschnittspuls weicht auch um weniger als einen Schlag pro Minute ab. Hier siehst du die Daten für eine Jogging-Einheit. Hier haben wir ein fast perfektes Ergebnis. Ein kurzer Schwanker zwischendurch, aber eigentlich liegen die beiden Kurven fast komplett übereinander. Auch hier weicht der Durchschnittspuls nicht mal mehr um einen Schlag ab. Also ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Das kann man vom Krafttraining eher weniger behaupten. Hier gibt es an einigen Stellen Abweichungen zum Brustgurt. Im Vergleich mit anderen Sportuhren ist das hier zwar ein echt gutes Ergebnis, eines der besten sogar. Der Durchschnittspuls weicht auch nur um 4 Schläge ab, aber insgesamt ist die Pulsmessung hier einfach nicht so hundertprozentig zuverlässig. Bei diesem Workout hier zum Beispiel war die erste Hälfte fast perfekt. Zum Ende hin wurden einige Pulsanstiege dann aber gar nicht erkannt. Also die Pulsmessung ist echt sehr gut, beim Krafttraining würde ich mich aber einfach nicht blind darauf verlassen und lieber zu einem Brustgurt greifen. Neben der Pulsgenauigkeit teste ich dann ja auch immer noch die Genauigkeit des GPS, denn über das GPS werden ja viele weitere Daten auch erfasst, wie zum Beispiel die Distanzen oder die Geschwindigkeiten. Auch hier gilt, ja, das Ganze ist neuer und moderner geworden, aber immer noch nicht auf dem allerneuesten Stand im Vergleich zu anderen Garmin-Uhren, denn die Uhr bietet jetzt einen GNSS-Modus, das heißt, es kann auf GPS, Galileo und GLONASS zurückgegriffen werden, aber die Uhr bietet kein Multiband. Multiband ist zum Beispiel bei der Fenix 7 oder der Epix im Einsatz oder auch bei vielen Forerunner-Uhren. Dabei können mehrere Satellitenfrequenzen gleichzeitig abgerufen werden, wodurch die Genauigkeit nochmal minimal gesteigert werden kann, was ich auch in einigen meiner Praxistests bereits bewiesen habe. Aber ja, das hat die Vivo Active 5 wie gesagt nicht, aber auch hier gilt natürlich, solange die Uhr genau ist, ist mir das im Prinzip egal, was für ein GPS-Chip hier verbaut ist. Auch hier habe ich dann also einen Praxistest gemacht und hier sind die Ergebnisse. Hier bei dieser Wanderung stimmt die getrackte Route der Vivo Active 5 sehr gut mit der Fenix 7 Pro mit Multiband überein. Es werden keine Ecken abgekürzt und auch die Distanz passte mit 6,05 Kilometern genau. Auch hier beim Joggen durch die Stadt ist die getrackte Route sowie auch die Distanz der Uhr sehr genau und stimmt sehr gut mit der Fenix überein. Dann war ich auch noch im Wald und bin dort auf engen Waldwegen den exakt gleichen Weg hin und zurück gelaufen. Die Route müsste also eigentlich aus zwei übereinander liegenden Teilstrecken bestehen und das tut sie auch so ziemlich. Die Strecken liegen sehr gut übereinander, also wurde das Ganze sehr gut und genau aufgezeichnet. Hier habe ich definitiv schon deutlich schlechtere Ergebnisse gesehen, zum Beispiel auch von der Polar Ignite 3, die sogar Multiband hat. Also Multiband hin oder her, bei der Vivo Active 5 hast du es nicht und dennoch ist die GPS-Aufzeichnung meinen Erfahrungen zufolge sehr genau und zuverlässig. Also gut, was können wir jetzt unterm Strich zur neuen Garmin Vivo Active 5 festhalten? Zunächst einmal muss ich bemerken, dass ich es auf jeden Fall bemerkenswert finde, was diese Uhr schon zum Preis von unter 300 Euro so alles anbietet. Sie sieht gut aus, ist hochwertig verarbeitet, dennoch sehr leicht und alltagstauglich, hat eine verbesserte Akkulaufzeit, sehr viele Gesundheitsfunktionen für den Alltag und vieles mehr. In dieser Preisklasse ist sie damit wohl auch die beste Sportuhr, die derzeit auf dem Markt ist. Wenn du also eine günstige Sportuhr mit AMOLED-Display suchst, dann bist du bei dieser Uhr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wenn du hingegen mehr Wert auf sehr fortgeschrittene Trainingsfunktionen und weniger auf das Display legst, dann solltest du dir vielleicht die Forerunner-Uhren und hier speziell die Forerunner 255 angucken, die noch mit MIP-Display, nicht mit AMOLED-Display daherkommt, aber wirklich unglaublich viele Trainingsfunktionen bietet und auch für 350 Euro, glaube ich, aktuell zu haben ist. Die Venue 3 hingegen ist im Prinzip die erweiterte Version der Vivo Active 5 mit vielen weiteren Funktionen, wie zum Beispiel den Nutzen von Sprachassistenten oder auch einem Barometer, animierten Übungen und einer nochmal besseren Akkulaufzeit. Auch diese Uhr teste ich bereits, dazu kommt dann in ein paar Tagen ein Video, sowie auch nochmal ein Vergleichsvideo zwischen diesen beiden Uhren, also falls du all das nicht verpassen willst, solltest du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Aber gut, lass mich jetzt in den Kommentaren erstmal gerne wissen, was du von der neuen Garmin Vivo Active 5 hältst. Wenn dir dieses Video gefallen oder weitergeholfen hat, dann könntest du mich und meine Arbeit hier wirklich sehr unterstützen, indem du in diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Ansonsten jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.